Hey Leute und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit Lego Ninjago und der 71708, dem Marktplatz. Dieses Set hier ist im Jahr 2020 erschienen und ist orientiert an Ninjago Staffel 12. Die UVP für dieses Set lag, als es auf dem Markt war, bei Lego bei 34,99 €. Und wie man hier schon sehen kann, es geht eigentlich hauptsächlich um die Minifiguren. Da sind in diesem Set ganze 9 Stück enthalten, also schon mal ziemlich cool. Und wenn wir die Verpackung dann auch einmal rumdrehen, sehen wir hier auf der Rückseite schon mal die ganzen Funktionen und Details, die das Set dann eben schon mal so bietet. Und bevor wir uns das ganze Set jetzt gleich mal im Detail anschauen, wollte ich euch noch ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass ihr meinen Kanal natürlich noch gerne abonnieren könnt, wenn ihr neu seid. Das wäre eine große Unterstützung für mich und ihr würdet dann auch keine weiteren Videos mehr verpassen. Und zum Set an sich, das habe ich bereits aufgebaut und da muss ich wirklich sagen, das ist echt nett gemacht. Wir haben da im Hintergrund, wie gesagt, so 3 kleinere Gebäude, das sind eigentlich hauptsächlich Kulissen, aber wie gesagt, in diesem Set hier geht es ja eigentlich hauptsächlich um die Minifiguren und ich würde sagen, mit denen starten wir auch wieder heute. Die Minifiguren in diesem Set finde ich wirklich sehr, sehr cool. Wir haben, wie gesagt, 9 Stück mit dabei und hier haben wir mal die ersten 2, eben links einmal Avatar, Nia und rechts eben einmal Jay. Jay trägt hier, wie man sehen kann, sein ganz normales Ninja-Outfit eben zu Staffel 12, eben zum Prime Empire. Und ja, ich muss sagen, was mich in diesem Set ziemlich überrascht hat, beziehungsweise was ich einfach ziemlich cool finde, ist, dass die Minifiguren wirklich teilweise so besonders sind, also man die nicht in jedem Set bekommt. Klar, Jay ist natürlich der Klassische, den man auch aus den anderen Sets zu dieser Staffel kennt, aber Nia ist hier schon ziemlich cool in so einem, ja, Taucheranzug und ihr seht es auch gleich noch bei den anderen Minifiguren, beziehungsweise ihr habt es ja eigentlich schon gesehen, die sind auch wirklich ziemlich cool, aber auf jeden Fall die beiden hier gefallen mir schon mal, ja, ziemlich gut. Und die nächsten beiden Minifiguren in diesem Set sind dann eben links einmal Avatar Pink Zane, also ja, Zane eben im pinken Ninja-Anzug. Und noch Avatar Harumi. Ich muss sagen, die zwei gehören so mit zu meinen, ja, Favoriten in diesem Set eigentlich. Wie gesagt, zu Zane brauche ich, glaube ich, gar nicht viel sagen. In seinem pinken Ninja-Anzug und eben noch mit den Wurfsternen in der Hand. Er gefällt mir wirklich super gut. Ist eben auch, ja, eine besondere Minifigur einfach mal, weil wir diesen pinken Zane ja, soweit ich weiß, so noch nie in einem Set hatten. Und Harumi finde ich auch wirklich ziemlich gelungen. Die gefällt mir auch echt gut, besonders eben die weißen Haare bei ihr. Und genau. Ja, und dann geht's weiter mit den nächsten 2 Minifiguren. Links einmal Avatar Cole und rechts noch Okinor. Okinor ist meiner Meinung nach auch eine echt coole Figur. Und ja, wir kennen ihn ja auch schon bereits aus der Serie. Ich finde, die Oberkörperbedruckung bei ihm ist ziemlich gelungen. Auch die Gesichtsbedruckung gefällt mir. Und ja, das Haarteil finde ich tatsächlich auch echt cool. Und ja, bei Cole, was soll ich dazu sagen, ist auch eine sehr, sehr gelungene Minifigur meiner Meinung nach. Eben hier mal eine andere Variation von ihm. Von dem her hier auch 2 echt coole Minifiguren. Die nächsten beiden Figuren sind dann einmal links Richie und rechts einmal ein Rotvisier. Sind 2 Bösewichte, beziehungsweise die 2 Bösewichte aus diesem Set. Ja, kann man sich eigentlich nicht beschweren. Sind sehr, sehr cool bedruckt, besonders eben Körper und Beine bei beiden Figuren. Zudem haben sie oben noch eine Lebensanzeige. Von dem her meiner Meinung nach echt gute Minifiguren. Ja, und die letzte der insgesamt 9 Minifiguren ist dann mal noch Scott. Ist eben auch eigentlich eine Minifigur, die man in der 12. Ninjago-Staffel immer mal wieder bekommt in verschiedenen Sets. Ja, ich finde es auch ziemlich cool, hat ein sehr, sehr cooles Kopfteil hier tatsächlich mit dieser Cappy noch drunter unter der Kapuze. Die Bedruckung gefällt mir auch bei ihm, von dem her auch eine, ja, sehr gelungene Minifigur. Die 3 Modelle an sich sehen dann meiner Meinung nach wirklich ganz gut aus. Also ja, der Hauptgrund für mich persönlich, dieses Set zu kaufen, waren natürlich die Minifiguren, ganz klar. Aber ich finde, die Modelle passen eigentlich ganz gut dazu. Wir haben hier zunächst mal diesen kleinen asiatischen Torbogen. Oben auch noch das Prime Empire Logo eben drauf. Es ist übrigens ein Aufkleber. Zudem haben wir eben dann hier einmal diese Halterung für das Schwert. Das Schwert sieht so nebenbei ziemlich cool aus, finde ich persönlich. Und ja, dann haben wir hier einmal diesen Item Market, also wo man sich Kopfbedeckung etc. kaufen kann. Hier haben wir auch die Möglichkeit, noch die Zane Minifigur draufzustellen. Und ja, dann haben wir hier eben auch nochmal so einen kleinen, ja, Markt, wo man sich einfach noch so Bewaffnung, also Katana-Schwerter zum Beispiel, kaufen kann. Da haben wir hier die Möglichkeit, auch oben dieses Rad zu drehen. Ja, ist ganz nett gemacht. Aber wie gesagt, es ist halt eigentlich hauptsächlich Kulisse. Sieht aber, wie gesagt, meiner Meinung nach ganz gut aus. Als Fazit zu diesem Set kann ich sagen, dass natürlich die Minifiguren das ganz klare Highlight sind. Die gefallen mir echt gut. Und ja, die Modelle hier sind eigentlich auch
ziemlich cool. Von dem her ein echt gelungenes Set meiner Meinung nach. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon mit diesem kleinen Review hier heute zu diesem schönen Ninjago-Set. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Hier habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, auf ein weiteres Video zu klicken. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Ciao.